Oh, guck mal, die Handelsstation. Dann können wir unseren Müllteil können wir da mal verbrauchen. Wir haben noch 4 oder 5 von diesen Müllkanistern. Ja. Und hier unten sind nochmal Bienen. Und der Baum hinter dir ist fällbar. So, wenn du jetzt mal anguckst, siehst du, also wir können halt hier verkaufen, später diese ganzen Fische, die wir so fangen können, und da verkaufen. Ja. Und dafür kriegen wir mal Handelsmünzen und Ansehen. Und wir brauchen 300 Ansehen, um den nächsten Rang zu bekommen. Okay. Und diese Fische fängst du mit den Angelködern. Hm. Genau, und dafür brauchen wir die Müllwürfel. Und für alles andere brauchst du entsprechend eine dann auch Korn gerne mal Handelsmünzen. Ja. Und ja, dann gibt es halt zum Beispiel hier diese Chili und Kurkuma. Hier ein Ehrhorn. Stimmt, das Lufthorn da unten. Und eine Garderobe und ein Kompass. Und das ist halt alles scheinbar nur so Cosmetic, sag ich jetzt mal, die Garderobe und Tröte, um deine Freunde zu ärgern. Mhm. Und diese Rezepte, die sollen ziemlich cool sein. Zum Beispiel lässt dich schneller schwimmen mit dem würzigen Ananas-Erdbeere. Oder Special Lips makes you run faster. Ja, oder auch mit Lungenkapazität erhöht. Ja. Oder rote Beete-Schuss erhöht ein paar zusätzliche Herzen. Ja, swim faster brauche ich. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und deswegen, das sind so Sachen, da müssen wir auf jeden Fall dann ein bisschen in die Richtung gehen. Diesen Bäume kannst du fällen hier. Das erste Kiste sammeln. Hahaha, ausgetrickst. Welche Kiste denn? Hm. Geht das schon wieder los? Nix hast du gelootet, ne? Nix! Ich krieg nix ab hier. Wo kam das denn her? Welches Spiel war das denn? Weiß ich gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, Chucky. Survival-Spiel, ganz sicher. Ein Survival-Spiel, ja. Das war nicht Minecraft. Naja. Heißt, wir müssen jetzt erstmal zurück zum Schiff und die Taschen ausleeren. Ich muss auch ein bisschen was essen. Und... Ein Speer, bald. Ja, brauche ich auch. Und dann kannst du nochmal hier rumlaufen und die Bäume fällen, wenn du magst. Ich angle schon mal. Oder ich hole die Bäume und du angelst die Special-Fische. Ja, wie du möchtest. Den Baum kann man fällen. Was ist das denn hier? Oh, Geheimnisse! Wo bist du? Hier. Oh. Da sind zwei totale Geheimnisse drin. Nix. Ja! Wow. Das beste Geheimnis von allen. Ja. Nix. Oder wir müssen auch nochmal rumschwimmen, fällt mir auch noch gerade auf, dass wir Metall suchen und sowas. Okay, laufe ich eigentlich in die richtige Richtung? So, Thema Boot und so. Langsam ist ja eigentlich schon ein Schiff, was wir jetzt gebaut haben. Jetzt mit dem Motor und so. Da, ich sehe es. Ich sehe es am Horizont. Nee, hä? Ist das unser Schiff? Das ist unser Schiff. Das sieht so komisch aus auf die Entfernung. Ich würde mal schnell die den Müll zu Ködern machen, zu Ankern machen. Köder, du weißt schon. Ja, zu Ankern, genau. Zu den ganz besonderen Ankern für besondere Fischer. Hm. Hey! Unfreundlicher Gesell. Na, gerade auf der Insel. Na gut, auf der anderen Seite könnte man ein bisschen tauchen. Ne? Da ist ja nicht so viel gerade. Die Haie sind ja nicht. Die schwimmen ja offensichtlich nicht so weit weg von ihrem Zuhause. So. Geh einfach weg. Kommt wieder der Bär ist schon wieder neu gespawnt. Viel Spaß. So. Wieso halten die denn so viel aus? Vor allem ist mein Speer im letzten Moment zerbrochen. Okay. Könnt ihr noch töten?
da haben wir mehr Fleisch und mehr Leder. Yay! Alle Angelköder aufgekauft. Die haben nämlich scheinbar auch begrenzte Mengen, wenn ich das gerade richtig interpretiert habe. Okay. Wir brauchen bald eine eigene Holzkiste. Gerne, mach! Übrigens, da sind alle Kisten so ziemlich randvoll. Außer Metall, glaube ich, ne? Ja, da ist halt der ganze Schrott drin. Aber, was du machen kannst, wenn du möchtest, wenn du sagst, wir haben zu viel Metall, Holz, dass wir mit dem Schrott zusammen Nägel und dann eine zweite Ebene bauen. Dass wir nämlich dann sagen, okay, wir bauen jetzt mal unser Schiff auf die zweite Ebene. Junov? Ist die zweite Ebene vergrößern, oder? Genau, dass wir da... Ah, die müssen ja höher sein als die Bäume, nehme ich an. Wir können die Bäume einfach höher stellen. Ah, hier kommen wir auch. Also die Höhe, wie es jetzt ist, ist okay, oder was? Ja, finde ich schon. Nee, es geht nicht darum, dass wir zu viel Holz haben, sondern wir haben bald zu viel Holz, glaube ich. Was liegt denn da? Ein Fisch! Ich bin gleich tot, ich bin tot! Ich lieg neben dem Schiff aber warum? Weil ich da lag war und ich wollte es einfangen und dann kam ein Hai. Ja. Ein zweiter Hai kam. Ah. Ein paar Seile craften haben wieder mehr Platz. Aber was spricht denn dagegen, die zweite Ebene zu erweitern? Ach man. Außer, dass du alles wegwirfst. Nix spricht dagegen. Okay. Und dann angle ich jetzt mal die besonderen Fische? Holz für den Bodenflora, oder? Genau. Ich angle mal ein bisschen. Das ist ein Unterschied zwischen Wooden Floor und Solid Wooden Floor. Ja, das sieht anders aus. Und da sollten wir uns überlegen, was wir. Ich finde, also das sieht jetzt hier so ein bisschen müllig aus, sag ich jetzt mal. Und Solid ist halt richtig schön. Ist halt ein richtiger Boden. Kostet halt ein bisschen mehr. Kostet der echt mehr? Der kostet 2 Holz mehr. Oh, krass. Wir können natürlich auch sagen, wir bauen jetzt erstmal effizient und wir können ja später erweitern. Das kannst du ja ersetzen, weißt du? Das geht ja ohne Probleme. Nee, kann man nicht ersetzen. Doch, kannst du. Unten, wenn du den unteren Teil, dein Bauchhammer unten ist, ersetzen. Okay. Replace it. Ja, ja. Ja, dann bauen wir es nochmal. Ich habe einen Netzknabberer gefunden. Ein was? Ein Netzknabberer. Okay. Rang 1. Besser hier als an einem der Netze. Steht da. Einer der Special Fish. Ja, mal gucken, dass man nämlich dann zum Beispiel die ganze Nahrungsproduktion nach oben verlegt oder unten oder wie auch immer, weißt du? Pillars brauche Nägel. Was? Für die, Säulen brauche ich Nägel. Ah. Ich habe jetzt noch einen... Eine Schimmergarnele schimmert weniger als man denkt. Und ein scharfer Karpfen, spitz. Achso, weil der Baum im Weg ist, kannst du hier keinen Boden hinmachen. Das macht erschreckend viel Sinn. Brauche aber nicht alles Holz. Versuch's. Die Bäume spawnen nämlich lächerlicherweise nicht noch. Ja, auch noch Saat eigentlich. Ja,
Mango könnte man da nicht anpflanzen? Könnte man hier nur Wassermelone? Und Ananas. Ja, einer die Ananas macht, aber nicht das. Oh, so ein schlechter Film. Liebe ihn. Ja, das war noch der einzige, ich finde, ganz ehrlich, das ist einer der einzigen guten. Der erste und der zweite, die waren noch gut, danach wurde es in meinen Augen einfach nur noch schlecht. Der vierte war auch noch ganz okay. Welcher, war das der mit der Zeitreise? Nee, das war der zweite. War das der zweite? Den fand ich nämlich ziemlich schlecht. Dann war das ja, der war ein bisschen doof. Nee, der vierte war das mit, der wieder so aufgebaut ist, der erste mit diesen random Geschichten und auch mit den, wo sie nach, also der dritte war das, wo sie nach Costa Rica fahren. Den habe ich gar nicht mehr geguckt, scheinbar. Auf jeden Fall sagt mir gerade nichts. Der vierte war, glaube ich, der am Hafen, wo die da eine Mall bauen will oder so. Ich habe keinen Haken. Spitzt, du weißt schon. Waffe. Ja. Spitze Waffe. Ich baue mir mal noch eine spitze Waffe. Das weiß ich. Der ist mit der Mall, das sagt mir was. Der vierte. Ich fand den mit dem, wo sie diese Maschine bauen, um dieses Schwein zu retten in der Zeitreise, das fand ich... Das ist der zweite Film, der war echt ein bisschen pretentious, ein bisschen albern. Also albern in der schlechten Art. Ja. Dann können wir gucken, was wir nach oben lagen, weil wir jetzt langsam so viel Platz haben. Und den Rest Holz hebe ich jetzt erst nochmal auf. Angeblich, sehr gut, ich habe gehört, angeblich sollen die Möwen nicht, Felder kommen, die sich unter einem Brett befinden. Okay. Also wenn wir jetzt wirklich ein Dach bauen und darunter die Plantagen bauen, sollen da angeblich die Möwen nicht mehr drankommen. Okay. Willst du auch mal Specialfische angeln? Kann ich machen. Na, du bist die Frage, ob du möchtest. Ja, kann ich. Da? Musst du noch auswählen, den Köder, ne? Okay. Ah, ich muss den Köder noch anklicken. Genau. Ich hatte ihn nur ausgewählt, nicht angeklickt. Aber das sieht aus, als wäre der normale Köder da dran. Bei dir vorne jetzt. Mal gucken, was du fängst. Ja. Hab ein scharfer Karpfen. Ah ja, genau, dann hast du die Special, dann ist die Anzeige defekt. Und da können wir jetzt diese ganzen 16 Köder wegfischen, damit wir diese Fische entsprechend haben und die dann da oben eintauschen. Und es gibt auch noch andere, also ich gehe mal davon aus, wenn die einfachen Köder heißen, dass es dann auch noch in den Tier 2 und Tier 3 Stufen entsprechend andere Köder gibt. Ja, man kann ja noch zwei andere Köder auswählen. Ja genau, das kommt noch dazu. Das sind alle Köder, die es gibt dann. Nicht die Schnur knäuzen. Falscher Film. Ah, so ein guter Film. Kurz wieder gesehen. Letztens habe ich wieder Batman Begins geschaut, der ist auch gut. Welcher ist das? Der erste Batman von Nolan. Ach, die fand ich doof. Die war mir zu düster. Und zu ernst. Dann wird der neue Batman auch nicht gefallen, aber es ist halt einfach so der Stil von den Filmen. Ist ja völlig in Ordnung. Also, das ist ja eigentlich gerade bei Batman. Es gibt so viele. Batman ist ja eigentlich auch ein sehr düsterer Charakter. Eigentlich gar nicht. Eigentlich war es ein sehr freundlicher Detektiv ursprünglich mal. Was? Ne? In der Original Series war das ein Detektiv in. Comic. In. Hä? Im Comic. Da. Aber ich, okay, im Comic weiß ich nicht. Habe ich nicht. Ich kenne also, die Original. Aber die ich weiß, Serie von. Ja, ich glaube, die Serie war nicht sehr faithful zum Comic. Okay. Da kenne ich das nur und die war ja sehr. Ja, das war so eine
Das war so eine auf Kinder getrimmte, lustige Serie. Das Pow. War, glaube ich, nicht sehr. War, glaube ich, nicht sehr. True? Comic, nah. Okay. Also, glaube ich. Das mag gut sein. Ich, guck keine, ich lese keine Comics. Ja, ich auch nicht, aber ich kenne so ein bisschen die. Ein paar Ausschnitte und so. Ja. Ich kann nicht lesen. Oh, ich glaube, ich habe meine Köder durch. Ich auch. Sehr gut. Die Bienen muss irgendwo anders lagen. Die Essenskiste ist randvoll. Ja, hier, warte. Gib mir die Bienen. Not the bees, not the bees. Die kommen jetzt in die Müllkiste erstmal hier rein. Wo sie hingehören? Genau. Kümmern wir uns später drum. Achso, wenn du sagst, die Bären respawnen, nehme ich mir noch ja, einen neuen Speer respawnen. Mit. Die Bären respawnen. Dann nehme ich mir noch einen neuen Speer mit. Ich habe das Gefühl, dass unser Holz ein bisschen Mangelware geworden ist. Guck mal nach oben. Weiß nicht warum, also. Das ist sehr komisch, ne? Chucky, was ist mit unserem Holz passiert? Kata sagt, Bauböden. Wir haben kein Holz mehr. Das ist so überraschend. Ja, ich fand das überraschend. Sehr gut. Okay, wollen wir wieder auf die Insel? Ja. Dann können wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier eben nochmal zu zweit sind, hast du denn, was sagt deine Axt? Ein Sechstel oder so. Aber geht schon. Ah, das ist ein Loch. Ja, ja. Kann ich mal gucken, ob wir hier noch. Guck mal, das ist ein Bär. Er läuft auf mich zu. Geh weg, Bär. Wichtig ist, dass der Stampfangriff hat AOE. Ja, hab ich schon gemerkt. Ah. In den Pöter, sehr gut. In den Pöter. Ich bleib dabei, Schweine sind gefährlicher. Ja, also wir müssen mal gucken, ob wir wie es ist, wenn wir ein Schwein. Also wie gesagt, das Schwein hat mich einmal getroffen und ich kam nicht mehr weg. Es gibt noch was anderes. Ein anderes Land. Hm. Tier, was böse ist. Mindestens eins. Ich gibt bestimmt auch noch welche, die du noch nicht kennst. Vor Release, genau. So, und jetzt können wir unsere Fische verkaufen hier. Ja. Sehr gut, wir haben schon 200 Rangpunkte. Woo! Und ganz, müssen wir jetzt auch 20 Handelsmünzen haben. Jo. Ich hab und damit 9. Könnte. Ja. Hm? Genau, ich hab 11. Ja. Und jetzt, wenn wir jetzt wieder, bräuchten wir zum Beispiel wieder Müllwürfel für die Chili und die Rezepte und sowas. Das Wichtige ist, Chili und Kurkuma sind halt einmal Verbrauchgegenstände. Die können wir nicht anpflanzen. Aber hier könnten wir auch Planken, die können wir nicht. Ja. 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 Okay. Gut. Wir können. Aber, sehr schön. Wir können Palmenblätter für Planken eintauschen. Quasi. Ist auch nicht so schlecht. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch Bäume haben, ne? Genau. No. Wie ist denn unsere Nagelsituation? Ah, weird Formulierung. Wie sieht's denn bei uns mit Schrott und Nägeln aus? Schrott ist okay. Schrott haben wir mehr als genug. Okay. Und wir müssen auch wieder Müll produzieren, ne? Mhm. Ach, so eine tiefe Insel ist ja unangenehm. Nagelsituation. Ich meine, du bist der Mann, ich bin die Frau hier in dieser Beziehung zum Thema, ne? Auf diesem Boot. Ach, es ist jetzt auch noch dunkel. Bei dem, Container sind irgendwie auch alle leer, oder? Container sind, glaube ich, alle leer, das stimmt. Wir sind nicht davon abhält, trotzdem in alle reinzugucken, wie ich sehe. Dito. bei dem Schubkarren Strand könnten wir auch nochmal gucken. Das ist der Schubkarrenstrand. Okay. Ich würde sagen, wir haben genau das getan, was ich vorgeschlagen habe. Perfekt. Also, Chucky, ich bin sehr begeistert, wie schnell du meine Vorschläge umsetzt. Ja. Aber zumindest, also ich glaube, hier drüben steht auch die Schubkarre, oder nicht? Ich bin in eine Richtung geschwommen. In eine Richtung, das ist gut. Als wir am Wasser waren, bin ich nach rechts geschwommen.
habe das Gefühl, gibt es halt wirklich auf der Insel. Das aber macht natürlich auch vielleicht insoweit Sinn, dass es dann Inseln gibt, die halt optisch automatisch unterscheidbar sind. Das ist eine Insel, wo es keinen Unterwasserspaß gibt. Unterwasserspaß gab es ja jetzt hier schon. Gab's? Also ich habe ja 2 Metalle gefunden. Oh. Und 2 Kupfer. Oh. Dann rede ich mal wieder, wie so selten Unsinn. Ansonsten, nee, gerade. Ah, fuck, Eschertränke, ja. Au, tot. Oh, nicht ernsthaft. Doch. Ich dachte, ich könnte noch einen aushalten, aber ich bin ja halb betrunken. Okay. I'm sorry. Kein Ding. Aber ich bin im Wasser, da kannst du hinfahren. Im Boot. Ach, da hinten, ja. Warte, ich muss erstmal was essen. Weil ich habe nämlich auch das Problem gehabt, dass mein Essen langsam alle ging. Kein Stress. Sein Grund nicht stirbst, ist alles gut. So, dann. Dann nutze ich die Gelegenheit, um mir Wasser zu holen. Tut dies. Ah, da bist du. Solange ich dich jetzt nicht überfahre. Kann ich dich vielleicht mit dem Netz fangen? Ich hab das versucht. Du bist nicht da. Sehe ich für dich eben aus wie Treibgut? Ja. Okay. So, wo ist unser Bett? Da. Und die Haie haben die Chance genutzt und ein Stück unseres Bootes genommen. Oh, ich sehe meinen Hut wieder, das war irgendwie verbuggt anscheinend. Das ist mir ganz aufgefallen. Okay, war doch erfolgreich oder so. So quasi, ja. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren weiter. Weil die Insel ist ja jetzt soweit geplündert, ne? Ja. Bist du am Steuer? Ach ne, bist du nicht. Aber jetzt? Dass wir jetzt weiter in Richtung Ziel fahren. Ja. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!